Servus und willkommen zum Angespielt von Vikings Wolves of Midgard. Das ist ein Action-RPG. Release war 24. März 2017. Entwickler ist Games Farm. Alle Infos wie immer in der Videobeschreibung, auch den Link zu Steam. So, dann wollen wir mal. Gespielt wird mit Maus und Tastatur und wir müssen jetzt erstmal unseren Krieger Schildmaid. Unseren Krieger oder unsere Schildmaid erstellen. Sexy. Ich will diesen zerfledderten Muskelpotz. Haare. Boah, kann ich den nicht drehen? Ich kann den nicht mal drehen. Toll. Oh yeah. Oh yeah. Keine Haare. Pornkros. Platze. Wild. Das finde ich gut. Bärte. Oha. 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 Geiler Scheiß. Oh Gott, sieht der ohne Bart beschissen aus. Ich fand den ersten eigentlich gar nicht schlecht. Wobei der auch nicht schlecht ist. Blond. Rothaarig. Ich weiß nicht. Rothaarig ist irgendwie immer wild. Keine Tattoos. Ach komm, hau klasse den Typ voll. Hier geht es ab. Was gar nicht geht, sind Tattoos im Gesicht, finde ich. Das ist immer. Boah, ganz schlimm. Okay, gut, das ist irgendwann alt hier. Alt, das ist. Aber das ist doch ganz gut. Ein Clan-Symbol. Oh, egal. Ist es nicht das, auch das Symbol von Legendary? Hier der Filmeschmiede. Ich bin mir nicht sicher. So, die Gottheit müssen wir auch noch wählen. Tyr ist der einhändige Gott des Krieges, des Gesetzes, der Gerechtigkeit und des Heldentums. Er verlor seine Hand an den großen Wolf Fenrir. Tyrs passive und aktive Gaben setzen den Gebrauch von einhändigen Waffen voraus, mit oder ohne Schild in der Schildhand. Okay. Oh, Loki. Ah, okay, das ist dann hier der Loki. Laber-Laber-Laber-Käse. Lokis passive und aktive Gaben setzen einen beidhändigen Kampfstil voraus. Das benutzt von zwei Einhandhämmern, Äxten oder Schwertern. Oder aber einen waffenlosen Kampfstil. Yeah, kämpfen mit den Fäusten. Oh, Thor mit seinem Ultrahammer. Thors passive und aktive Gaben setzen den Gebrauch von zwei Handhämmern, Äxten und Schwertern voraus. Skati setzen einen Bogen als Waffe voraus, okay. Odin. Odins passive und aktive Gaben setzen einen Stab als Waffe voraus, okay. Ich bin ja mehr der Standardkämpfer mit Schwert und Schild. Wobei ich hier so Loki Doppel-Äxte geht bestimmt voll ab, nehme ich den mal jetzt. Man muss ja mal ein bisschen ändern. Trage deinen The Fagrim Svensson. Quacker Jackson. So. Verdammt, das passt da nicht wegen Jackson. Das ist ja nicht Jackson, sondern Jackson. Mist. Naja, egal. Neues Spiel. Wir wollen nicht hinher. Yeah. Wir machen mal ganz Standard Krieger, normale Schwierigkeitsgrad. Zeit ist weder Rad noch Pfeil. Oh. Sie fließt wie ein Strom. Hervorragend. Mit all seinen Windungen und Schnellen. Nun fließt sie gen eisigen Tod für alle neuen Welten. Krieg herrscht in Asgard über uns. Und der uralte Kampf zwischen den Göttern von Aesir und den Engeln von Vanir bahnt sich wieder einmal seinen Weg. Während in den Tiefen unter uns, in Niflheim, die Eisgiganten das große Eis entfesseln und gegen die Küste von Midgard treiben. Es ist ihre Vergeltung. Mhm. Der Vorbote von Ragnarök. Ragnarök, okay. Dem Ende aller Dinge. Wer hätte je gedacht, dass ausgerechnet das Dorf Ulfung, Heimat der Geächteten und Abtrünnigen, ihn, der uns zu retten vermag, hervorbringen würde. Tja, hätte niemand gedacht, nicht mal Sherlock. Naja, das spielte diesem Wikinger-Universum hier mit den Göttern, da hier Thor, Loki und den ganzen Quatsch, haben wir ja auch vorhin gesehen. Wo ja hier bei Marvel
Avengers und sowas. Das Dorf hatte das Pech, in Grimniers Weg zu sein. Die Riesen hatten keinen Streit mit den Ulfungen. Aber das würde sich ändern. Das wird sich ändern. Wunderschön. Holy cow. Warum habe ich nur 30 Frames? Ach du Kacke. Warte mal ganz kurz. Das liegt an der Aufnahme. Ich muss die Grafik ein bisschen runterschrauben. Hoch. Ah, vielleicht Anti-Aliasing einfach auf aus. Wechseln. Schuluk. Was jetzt? Ich habe immer noch 30 Frames. What the hell? Also ich habe... Ohne Aufnahme habe ich komplett konstant hier die 60 und nicht 30. Vielleicht liegt es... Oh, halt. Was mache ich denn? Grafik. Ich habe ja hier V-Sync aktiviert. Nee, es wäre halbiert, wäre ja... Ah, jetzt. Sehen wir mal, was jetzt passiert. Bringt nichts. Medium? Ich mach mal auf Lowest, einfach zum gucken, ob das was bringt. Weil ich habe gerade auf Mittel gestellt und es bringt nichts. Oh, 4 Frames. Boah, ist mich verarschen was? Krass, durch die Aufnahme habe ich nur 30 Frames. Das ist ja heftig. Dann mache ich wieder Ultra. Jetzt ja am Vollbild. Boah, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich, dass ich nur... Dadurch nur 30 Frames habe. Das hackt jetzt halt ein bisschen. Also gut, wir werden trotzdem zurechtkommen. Oh, da ist er noch. Hau auf. Oh, ich muss doppelt drücken. Nicht flüchten. Aua, der hat mich getroffen. Holz. Auf den Bauchbein. Ups. Ich kann auch irgendwie ausweichen, glaube ich. Double Kill. Was? Hier, Rolltutorial. Nutze Rollen, um den Gegner an ihre Rollen verbrauchen Ausdauer. Das ist mir klar. Nicht flüchten. Ihr könnt mich nicht stoppen. Wenn ich Gegner kill, dann... Boah, das ist echt ätzend mit den 30 Frames. Es ist ja shit. Also, Leute, es liegt echt an der Aufnahme. Also ich habe wirklich, ohne Aufnahme habe ich hier eine konstante Framerate von 60 oder gar mehr. Es mag ja sein, dass ich auf UHD spiele, aber ich meine, die 1080 verpackt ist in dem Spiel locker. Warum sollten uns die Riesen angreifen? Oh ja, töte es. Was war das jetzt? Oh ja. Also manchmal braucht er schon welche, bis er ausgeglichen ist. Tote im Ohr. Was? Oha. Ach komm, so ein großer Typ und zwei Schläge, der ist kaputt. Na dann. Hier muss ich hin, da ist... Odin sei Dank, dass ihr endlich zurückkehrt. Und. Jotun überfielen unser Dorf, töteten den Häuptling und den Großteil unserer Krieger. Ich bin nur knapp entkommen, aber vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Ulfung. Es gibt noch einige wenige Überlebende. Bezwingt die Angreifer und rettet die Ulfung. Hier, nehmt das heilende Totem. Der alte Häuptling wird es nicht mehr brauchen. Hervorragend. Ich hoffe, es nützt mir mehr als ihm. Komm her, Jackson. Heilungstutorial. Heilen, indem du Heilungstote benutzt. Heilung verlangen. Ah, das hier. Drücke Tab zum Heilen. Hervorragend. Das ist eins. So ein Ultraschlag oder was? Der geht ja voll ab. Also, die Vertonung ist gut. Nur ein bisschen emotionslos war das jetzt gerade von ihm. Und ich habe auch gehört, dass es storytechnisch jetzt nicht der Burner sein soll. Aber gerade im Multiplayer soll es diese Schlachten, dieses Geschnetzel von den
ich nenne es jetzt, ich denke, es sind Goblins oder sowas, soll richtig Spaß machen. Deswegen steht der Titel definitiv bei mir auf der Liste Multiplayer. Soweit ich weiß, ist es aber leider kein lokaler Multiplayer, was ich irgendwie schade finde. Ich spiele gern lokaler Multiplayer mit meinem Bruder zusammen. Muss er halt seinen PC mitbringen. Oha. Das ist für meine Hütte. Das ist ja cool. Ja, der hat mir fast nichts gemacht. Ich bin so gut. Okay, ich glaube, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist es zu einfach, habe ich das Gefühl. Ich meine, die treffen mich zwar, aber die machen mir entweder viel zu wenig Schaden oder ich habe zu viel Leben, keine Ahnung. Herausforderung abgeschlossen. Kommt! Prügelt ihr auf eine Frau ein? Ich glaub euch hat's. Alle sind verschwunden. Später wird Zeit für den Wiederaufbau sein. Nicht mal ein Danke, sondern alle sind verschwunden. Undankbare Bitch. Helga. Ja, killt ihn. Er hat es nicht verdient zu leben, weil der sagt bestimmt auch nicht Danke. Solange wir noch atmen, kämpft unser Clan weiter. Hi, du solltest zur Methalle vorstoßen. Oder was davon übrig ist. Jawohl, Methalle. Nope. Oh, dein Ernst. Der haut schon ordentlich rein. Okay, dann wird's. Jetzt wird's. Au. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Wie sieht Zorn aus, wenn Zornanzeige komplett voll geladen ist? Ja, R. Und was bringt mir die Zornanzeige? Ich hau mit doppelter Kraft rein oder sowas. Hinterhalt der Jötun. Neuer Zornrekord, 10 Sekunden. What? Neuer Gegenstand, Uruzune. Alles klar. Sie trafen sich an jenem Tag, um einen neuen Häuptling zu bestimmen. Und Mehl zu trinken. Aber es gab nur eine Wahl. Den Krieger, der einen Riesen bezwang und sogar den Feind in die Flucht schlug. Das kann ja bloß ich gewesen sein. Das kann ja bloß ich gewesen sein. Also. Unter dem Kommando des neuen Häuptlings. Ich glaube, storytechnisch kann uns da jetzt nicht großartig was Tolles erwarten. Zunächst errichteten sie die Altäre. Dort konnten sie das vergossene Blut den Göttern und Göttinnen von Asgard weihen und ihre Gunst erlangen. Hervorragend. Danach ein Zelt, um den Skald zu beherbergen, der ihre Wunden salbte und über ihre ruhmreichen Siege dichtete. Zuletzt bauten sie die Rüstungs- und die Waffenschmiede wieder auf, damit ihr neuer Häuptling über Waffen und Rüstung verfügte, die ihm in der Schlacht Beistand leisteten. Doch wo sollte die Schlacht ausgetragen werden? Das zu entscheiden, blieb allein dem Häuptling überlassen. Also ich hätte ja als erstes die Rüstung und Waffenschmiede wieder aufgebaut. Außer gut, natürlich sind gut genug Waffen vorhanden, aber ich meine, wenn man da schon überfallen wird, dann muss man sich ja irgendwie wieder dann doch verteidigen können, oder? Ihr habt euch als kampferprobt erwiesen, mein Häuptling. Juhu. Aber wenn ihr diesen Winter und alle Gegner überleben wollt, 23 benötigt Frames, ihr besseren Schutz. Ich habe nicht viel zu bieten, aber bedient euch bei dem, was in der Schmiede ist. Hervorragend. Viele große Krieger starben heute. Möge sie in Valhalla ein Festmahl empfangen. Mhm. Unsere Lager sind jedoch zerstört, was uns hier ein Festmahl vorenthält. Ich verstehe schon. Ich mache mich auf in die Fjords und ebne den Weg für unsere Jäger, damit sie Holz- und Fleischvorräte sammeln können. Richtig. Dann ist es jetzt wohl Zeit, einen Jokul zum Schmelzen zu bringen. Also die Stimme von meinem Charakter, der ist echt geil, muss ich sagen. Die gefällt mir. Okay. Jetzt könnte ich halt hier noch ein bisschen rumlaufen und Sachen holen. Beim Hildebrand zum Beispiel.
Das ist zu teuer. Benötigt Stufe 2. Gucken wir uns das mal genauer an. Stufe 2. Ah, das ist wahrscheinlich mein Stufenaufstieg da dann. Hier. Da wollte ich rein. Abgetragene Kettenrüstung und abgetragene Lederweste. Was habe ich denn jetzt gerade ausgerüstet? Die Kettenrüstung. Ja, die ist besser. Ich bin halt schneller gegen Widrigkeiten. Das da kann ich irgendwo reinmachen. Das ist ein Talisman wahrscheinlich, oder? Das sieht so komisch aus. Weil wenn ich drüber fahre, ist das jetzt gar nicht ausgewählt. What? Das ist strange. Kategorie Blot. Was ist das überhaupt? Das ist ein Schild, Mann. Das ist auch kein Schild. Okay, sowas nervt. Aha. Helm, Rüstung, Bogen, Zweihand, Einhand. Gürtel, Ring, Beiwerk, heilendes Totem, Talisman, Rucksack. Das ist was ganz anderes. Cool, ich habe das jetzt zweimal. Hervorragend. Okay, der Heilwert ist höher. So. 487, 420. Graben? Gaben, nicht Graben. Okay. Ich kann also in die anderen auch noch investieren. Okay, das ist natürlich cool. Das heißt, ich kann so ein bisschen durchschnittlich Ich kann mich entweder konzentrieren auf Loki, nur den Loki-Weg oder halt Wutrausch, geil. Auch noch andere Gottheiten. Jo! Also gut. Dann machen wir hier einen Cut. Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Infos wie immer in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Angespielt wieder. Ciao, Leute! Hello, is it me you're looking for? I can see it in your heart's eyes. Die sind gruselig und groß. What the fuck? Ich versuch's.